Ich halte den Kopf aus den Schiebefenstern der Mitteldeutschen Regionalbahn. Genau dann kickt er, der spezielle Cocktail aus Einsamkeit und Freiheit. Zuerst sahen die Straßen hier irgendwie traurig und einsam aus. Jedoch nicht verzweifelt. Eher, als hätten sie sich einfach damit abgefunden, leer auszusehen. Sich abfinden mit der eigenen Stadt? Perspektiven. Gibt es sie? Egal ob Freitagabend oder der Lebensabend. Straßen, Verbindungen für Auto, Bus, Fahrräder und Skateboards. Ein Sprachrohr der Unsichtbaren, der Kreativen, der Ungehörten. Kommunikation im urbanen Raum. Man muss sich nur dazu entscheiden, ihnen zuzuhören. Die Lebensadern sind intakt. Fülle die Leere, leere das Gefüllte. Ideen, Perspektivwechsel, anfangen. Graffitis, Tags und Sticker halfen mir beim Verstehen der Stadt und sie tun es immer noch. Sie erzählten mir von politischen und subkulturellen Auseinandersetzungen, Projekten und Menschen, von Musik, Kunst und Orten, von Gefühlen, Momenten und Geschichten. Alle Antennen auf Empfang. Es gibt sie, die Wimmelbilder von Chemnitz. Die Kieze, die Bubbles, die Orte der Vernetzung, des Gestaltens. Hier ist nichts fertig. Genau dann kickt er, der spezielle Cocktail aus Gemeinsamkeit und Freiheit. Dann entsteht aus Frustration neuer Gestaltungsdrang. Aus Lethargie wird Aktivität. Hallo, hier ist Kada aus dem Späti. Ja? Ja, nee, wir machen jetzt gleich auf. Ich bin hier gerade am Vorbereiten, stelle jetzt gleich die Bänke raus und dann kann es eigentlich auch losgehen. Ja, bis gleich. Tschüss!